Bereits zum 18. Mal hat die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung ihre Mitglieder und Gäste zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Veranstaltung am vergangenen Samstag jedoch hatte für die AWG eine besondere Bedeutung. Denn in diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 60-jähriges Jubiläum. Nun war es angebracht, auf die Leistungen zurückzublicken. 3.600 Mitglieder, knapp 3.300 Wohnungen und eine gelungene Verschmelzung mit dem Standort in Parchim. Auf diese Bilanz konnte die AWG richtig stolz sein. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir die 60 Jahre geschafft haben, dass wir 60 Jahre jung sind. Wir haben das Jubiläum eingeläutet mit dem AWG-Ball hier in Parchim. Es folgen noch viele weitere Veranstaltungen mit und für unsere Mitglieder. Das Wohlbefinden der Mitglieder ist und bleibt für die AWG das wichtigste Gebot. Neben zahlreichen Initiativen der Genossenschaft werden die Mitglieder auch gefördert, eigene Angebote zu entwickeln. Eines davon wurde am Tag der offenen Tür gerne präsentiert: die Senioren-Sportgruppe. Sie ist Ausdruck dessen, was zufriedene Kunden für sich selbst alles noch gestalten können. Es hat sich aber schon vor 20 Jahren diese Gruppe gebildet, beziehungsweise ich habe sie erst vor 5 Jahren übernommen. Die Kollegin, die es so lange geleitet hat, ist aber auch AWG-Mitglied und die hat es sehr gerne gemacht und die Leute waren ganz fit. An Unterhaltung durfte es am Tag der offenen Tür wohl auch nicht mangeln. Für eine lebendige Frühlingsstimmung sorgten die Tenöre aus Rostock. Das Männerquartett Cantabile brachte viele bekannte Lieder mit, die sonst auch gerne auf der Bühne des Volkstheaters in der Hansestadt vorgesungen werden. Also wir sind jetzt zum dritten Mal von der AWG hier eingeladen worden, diese Veranstaltungen zu machen. Wir kommen sehr gerne hierher und ich glaube, an den Augen der Mitbewohner sieht man genau, wie das Programm den Leute belebt, wie es ihnen Freude bereitet, sie erinnert an ihre Jugend. Für ein weiteres Geschenk am Tag der offenen Tür hat der Wettergott gesorgt. Am 2. April hat der Frühling seine Ankunft richtig gefeiert. Sonnige Aussichten für die AWG-Mitglieder konnten dadurch nur gestärkt werden.